Ja, und hier ist zum ersten Mal richtig was los in der Hütte. 15.000 Rekordkulisse an der Ostseeküste und die haben gleich Grund zum Jubeln. Wieder mal hat er hier zugeschlagen. Jörn Ziegenbein, Rostocks erfolgreichster Torschütze. Fehler im Mittelfeld. Lartey blitzschnell dazwischen. Und da ist er wieder mit dem Rechten durch die Beine von Orlishausen. Das 1:0 für die extrem heimstarken Rostocker. Das geht hier gleich richtig los. Kaum angepfiffen und schon getroffen. Allesamt zu spät gekommen. Ausgangspunkt der Fehler im Mittelfeld. Der Fehler von Nils Pfingsten-Reddich und dann das blitzartige Umschalten. Das macht die Rostocker aus. Und dieser Mann hier mit Saisontreffer Nummer 11. Was für eine Quote im 15. Spiel. Für mich der beste Mittelfeldspieler der Liga. Und da kann man mal ein kleines Tänzchen wagen. Das nennt man mal einen gelungenen Start in die Rückrunde. Vorhin schon mal angedeutet, 15.000 Zuschauer, so viele waren in dieser Spielzeit noch nicht da. Würdige Kulisse für das erste Aufeinandertreffen beider Vereine hier in Rostock nach dem Mauerfall. 7.218 Tage danach. Rostock führt nach wie vor und hier das Foul gegen Marcel Schied. Und zum ersten Mal erhitzen sich die Gemüter hier ein bisschen. Bislang ging alles sehr ruhig zu und vor allen Dingen in eine Richtung, die Weiß-Blauen aus Rostock deutlich überlegen. Mit der schnellen Führung nach 3 Minuten hier das Foul von Olivier Kayas. Nichts Böses, aber hier hat er so ein ganz klein bisschen nachgeholfen mit dem Knie. Das muss nicht sein. Da ärgert sich Marcel Schied, Rostocks einzige Spitze. Alle Freistöße bei Hansa, eine Sache von Mohamed Lartey, bisher sehr auffällig, der Mann hinter der Spitze. Wieder auf Ziegenbein, ganz geschickt gemacht. Die Erfurter kommen kaum zum Luftholen, das ist Müller, das ist wieder Ziegenbein und das ist Lartey, das ist das nächste Tor. Das ist sensationell, was Rostock hier spielt. Die 2:0 Führung und sie ist absolut verdient. Es wird schwer gegen diese Angriffswucht, gegen diese Ideen und gegen solche Schüsse ist man natürlich auch als Dirk Orlishausen machtlos. Fast ungewollt hier mit der Hacke und dann dieses Pfund in den Winkel. Orlishausen, einer der besten Torhüter der Liga, machtlos beim 5. Saisontor von Mohamed Lartey. Jawohl, ja, hier sind sie, die Schnellstarter von der Küste. Riesen-Rambazamba auf der Tribüne. In der ersten Spielhälfte hat es 3 Minuten gedauert. Jetzt nur eine einzige, bis Marcel Schied zum ersten Mal getroffen hat. Und die Geste in dem Zusammenhang kann ich gar nicht verstehen. Jetzt macht mal ruhig. Das war klasse. Müller der Ausgangspunkt. Dann Panewitz mit dem genialen Lupfer auf Marcel Schied. Und der macht das ganz geschickt. Wunderbar reingelöffelt dieser Ball. Schon das 10. Tor der einzigen Hansa-Spitze mit dem linken über Orlishausen hinweg. Auch da hat er überhaupt keine Chance gehabt. Und leider wird es jetzt hier laut auf den Rängen. Aus dem Block der 1000 mitgereisten Erfurter flogen jetzt 2 Knallkörper. Nichtsdestotrotz, 46. Minute, 3:0 die Vorentscheidung, ganz bestimmt. Hansa spielt hier aufstiegswürdig. Das Spiel kann höchstens noch 1 Minute dauern. Vielleicht haben wir noch die Muße, Ihnen einen Leckerbissen zu zeigen. Die größte Chance der Rostocker. Die Fans waren schon wieder aufgesprungen, denn Ziegenbein auf der rechten Seite, klasse durchgesetzt. Und dann Radovan Vujanovic, hat alle Zeit der Welt, kann sich die Ecke aussuchen. Orlishausen, Gedanken schnell, holt diesen Ball per Fuß aus der Ecke. Und jetzt ist abgepfiffen worden in Rostock. 3:0, der völlig verdiente Endstand. Tore Ziegenbein, Lartey. Und Schied, Rostock auf dem besten Wege zurück in die zweite Liga. Und mit den Namen Ihre Mannschaft oder Ihrer Mannschaft hat man die Winterpause nicht angemerkt, die 8 Wochen Pause. Warum?
Ja, wir haben uns voll konzentriert. Die Mannschaft war sicherlich genauso motiviert wie die von Erfurt. Aber wir haben einfach besser ins Spiel gefunden, haben dann auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Und dann waren wir natürlich gut im Spiel drin. Herr Vormann hat es gesagt, Herr Emmerling, die Mannschaft war schnell drin durch die frühen Tore. Zweimal ganz kurz nach dem Angriff die Tore für Hansa Rostock. War Ihre Mannschaft noch nicht konzentriert genug oder wie erklären Sie sich das? Ja, es waren zwei Geschenke, die wir verteilt haben. Wir waren nicht bei der Sache. Klar ist, Spiele auf solchem Niveau gegen eine Mannschaft wie Hansa Rostock, da werden kleine Fehler bestraft. Und das ist uns heute passiert und deswegen muss man sagen, dass wir uns dann nach diesen zwei schnellen Toren auch nicht mehr erholt haben. Rostock die bessere Mannschaft war, wir auch nur zwei, drei Möglichkeiten hatten, Tor zu erzielen. Und von daher gilt es einfach nur eine Gratulation zu sagen an Peter Vollmann und seiner Mannschaft. Lassen Sie uns noch mal auf das 3:0 gucken, was natürlich im Endeffekt die Entscheidung oder die Vorentscheidung gebracht hat. Schon eine Minute nach der Halbzeitpause Hansa Rostock im Angriff und dann kommt dieser Lupfer von Panewitz auf Schied. Der hat ein bisschen Glück, weil Olishausen noch dran ist am Ball. Aber mit seinem, ich denke mal, schwächeren linken Fuß hat er ihn doch reingemacht. War das die entscheidende Szene des Spiels, dass es dadurch dann gegessen war? Ja, ich denke, wenn man als Gegner aus der Kabine nicht kommt, liegt 2:0 zurück, dann will man natürlich nochmal richtig Gas geben und die Chance ist ja auch noch da. Und wenn man dann, sage ich mal, mitten ins Herz getroffen wird, nach ein, zwei Minuten, dann tut das natürlich für eine Mannschaft besonders weh. Herr Emmerling, wie sehr hat es eine Rolle gespielt, dass Sie doch 5 Stammspieler ersetzen mussten und dann mit 17, 18-Jährigen gekommen sind? Ja, ist klar, dass wenn man nach Rostock fährt, muss man schon den besten Kader zusammen haben. Aber es ist nun mal so gekommen und das ist jetzt keine Ausrede, weil wir haben genug Spieler, die auch gewisse Ansprüche haben. Aber insgesamt war ich mit der Vorstellung meiner Mannschaft nicht zufrieden, weil ich habe mir schon ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. Und von daher denke ich mal, müssen wir schon in der nächsten Woche schon gerade auch was Zweikampfverhalten angeht, zulegen. Ich danke Ihnen beiden.